Wir mähen in den Wohngebieten 6-mal jährlich. Das passiert in den Monaten Mai bis Oktober zusammen mit dem normalen Pflegedurchgang 1-mal im Monat. Der normale Pflegedurchgang beinhaltet ja das Kehren, die Unratbeseitigung und das Ablesen von Buchholz, damit es im Wohngebiet einfach ordentlich und sauber ist und damit sich die Mieter wohlfühlen. Zum einen haben wir ja einen Vertrag mit Kommunen und in dem ist genau festgelegt, welche Leistungen wir zu erbringen haben. Zum anderen ist es natürlich so, dass genau dieser Rhythmus sich bewährt hat. Wir machen das ja schon über 20 Jahre. Es sollen auch die Rasenflächen den Mietern nutzbar gemacht werden. Also ich denke da jetzt an die Wäscheplätze. Und es kommt dazu, wenn der Rasen zu hoch ist, ist es dann für uns oder für die Mitarbeiter schwer zu mähen. Und das ist natürlich, wäre dann immer mit einem erhöhten Aufwand verbunden und mit mehr Kosten dann einfach. Also ich denke, dass das einfach alles zusammenkommt. Also die Optik, natürlich ist es schöner ans Grün zu gucken als auf dem Parkplatz. Ich glaube, das empfindet jeder so. Und wenn man will, dass die Menschen sich in den Wohnungen wohlfühlen, wenn sie aus dem Fenster gucken, das schön empfinden, dann ist eine grüne Fläche erstmal dazu angetan, dass man sich wohler fühlt. Dann ist es sicherlich so, dass auf einer Rasenfläche man sich besser bewegen kann als auf gepflastertem oder geteertem Untergrund. Also wenn ich stürze, ne, Kind, das Ball spielt, da schrammt sich das Knie auf dem Parkplatz ganz schön auf, beim Rasen rutscht es einmal hin, steht wieder auf, läuft weiter, dass nichts passiert. Und deswegen sind die multifunktionsfähig, die Rasenflächen. Dass Insekten und gerade Bienen dort kein Futter finden, wenn die Rasenkante kurz gehalten wird, das ist aber eine Konsequenz daraus, wenn er denn gut begehbar sein soll. Und ich denke, das ist zumindest in der Vergangenheit das Ziel dieser Rasenflächen gewesen, dass man nicht so sehr darauf geachtet hat, welche Insekten dort heimisch werden könnten, sondern dass vor allen Dingen die leichte Begehbarkeit, das Bewegen auf dem Rasen problemlos möglich sein sollte. Das machen wir schon einige Jahre. Ganz einfach, weil auch unsere Mitarbeiter ein bisschen dafür den Blick haben, wenn da gerade Margeriten schön blühen, dass man die halt dann auch stehen lässt. So. Und das haben wir jetzt im Laufe der Jahre auch vermehrt gemacht und ich finde, das ist auch okay so. Aber es gibt eben Bereiche, wo man auch wirklich mähen muss. Naja, zum Schluss sind die Bienen ja auch für uns da. Also das kann man vielleicht gar nicht so trennen, aber ich denke, ich habe ja die Planung dafür nicht übernommen. Das ist 30, 40, 50 Jahre her, dass die Innenhöfe mal gestaltet wurden und seitdem sind sie doch weitestgehend unverhindert so geblieben. Das heißt, mit weiten Rasenflächen, wo Wäsche aufhängen, Bolzen, vielleicht auch einfach nur Laufspiele machen auf dem Rasen, aber sich vielleicht auch mal mit der Decke hinlegen. Alles praktiziert wurde und auch teilweise noch praktiziert wird. Naja, bis jetzt ehrlich gesagt nicht. Das ist richtig, es gab trockene Sommer oder trockene Jahre, aber wenn Sie sich gerade dieses Jahr anschauen, ist es ja so, dass das ja gerade nicht so ist, sondern dass wir ja wirklich kontinuierlich Niederschläge hatten, dass es warm war und dass der Rasen gut gewachsen ist. Und es gleicht sich immer aus. Also Sie haben immer mal trockene Jahre und Sie haben dann auch wieder Jahre, wo es nicht ganz so trocken ist, also wo es feuchter ist und damit gleicht sich das aus. Was wir aber gemacht haben in den Jahren 2018 und 2019, als es so sehr trocken war, dass wir zusätzlich bedürftige Gehölze gewässert haben und das jetzt auch nicht berechnet haben. Wir haben dort die Möglichkeit, wir haben bei uns auf dem Betriebshof einen Brunnen und haben also auch kein Trinkwasser dafür verwendet. Die Vorstellung, glaube ich, die auch ganz viele haben, wenn die im Urlaub zum Beispiel in den Bergen eine schöne Wanderung an einer Sommeralm vorbei machen und sehen dort weite, weite blühende Wiesen und denken sich, Mensch, das wäre aber schön, wir hätten das auch. Und denken, dass wir das verhindern, indem wir den Rasen mähen. Und schätzen das
anders ein, als es bei uns tatsächlich der Fall ist. Denn wenn ich in den Bergen eine kurze Vegetationsphase habe, in der nur vielleicht 3-4 Monate Temperaturen herrschen, wo wirklich vernünftiges Wachstum stattfindet, austreiben kann, da sind größere Pflanzen im Nachteil, die eine längere Vegetationsphase brauchen, um groß zu werden. Und dann können schnelle Blüher ein Feld für sich erobern. Der Effekt, diese schönen Blumenwiesen, wie gesagt, dieses Urlaubsmotiv in den Bergen, das braucht dort entweder Kühe und Schafe, die es im Sommer kurz halten, damit über die kurze Rasenkante hinweg schnell auch Blüher austreiben können, die sich dann durchsetzen. Wenn wir das nicht machen, dann die Vielfalt entsteht, das stimmt, aber es bleiben keine Blüher übrig. Wir haben dann wilde Sträucher, das mögen manche auch mögen, aber es ist zumindest dann nicht mehr so, dass ein Farbenmeer da ist, sondern wir haben im Zweifel endgültig diesen Rasen verloren, weil sich auch dann unter diesen kleinen Sträuchern und Pflanzen, die sich dort entwickeln, Ameisenbauten zum Beispiel entwickeln, also Löcher werden dort von Insekten, von Säugetieren geschaffen. Also zum Schluss kann man nicht einfach sagen, jetzt mähen wir kurz, das war ein Versuch, das war nicht gut, dann haben wir danach einen Acker. Also in einem bestimmten Maße, im Rahmen unserer Möglichkeiten, machen wir das. Wir sind ja immer vom Wetter abhängig. Und zum Beispiel ist es so, den ersten Mähdurchgang, den beginnen wir nicht genau am 2. Mai, sondern da schauen wir, wie war das früher, war es mild, war es feucht, ist der Rasen gut gewachsen, und dann kann es auch sein, dass wir diesen ersten Mähdurchgang nach vorn, also Ende April, bereits beginnen. Umgedreht ist es jetzt im April etwas kälter gewesen, dann verschieben wir den auch ein bisschen nach hinten, den ersten Mähdurchgang. Das können wir aber nicht unbegrenzt machen, diese Pflegedurchgänge nach hinten verschieben. Ganz einfach, weil wir zwischen dem zweiten und dritten Mähdurchgang ist es noch unsere Aufgabe, die Hecken zu schneiden. Und dann kommt dazu, technologisch ist das jetzt nicht möglich, individuell zu sagen, wir mähen jetzt das oder das, weil das wäre immer mit dem Mehraufwand an Personal verbunden. Also ich würde jetzt gar nicht sagen können, dass es die eine oder die andere Fraktion ganz stark gibt, sondern vielleicht gibt es auch gemischte, aber insgesamt scheint mir das so zu sein, dass das erstmal Fantasie anregt. Und vielleicht ist das auch einer der Hauptgründe, warum wir mit den Mietergärten angefangen haben, weil wir diese Diskussion natürlich dadurch entschärfen können, wenn wir zumindest einem Teil der Mieter diese Frage, wie diese Fläche denn aussehen soll, selbst in die Hand geben. Denn so sind wir ja immer ein bisschen zwischen Baum und Borke. Die einen wollen es ja ordentlich, die anderen wollen es vielleicht ein bisschen wilder oder naturbelassener. Und derjenige, auf den wir dann Rücksicht nehmen, erzeugt beim anderen das Gefühl, ich werde nicht ernst genommen. In dem Moment, wo wir vielleicht einen Mix schaffen und die Mietergärten tragen dazu bei, weil sie natürlich mehr Vielfalt möglich machen, weil der Pflegeaufwand, wenn wir wie Mietergärten die Innenhöfe so variantenreich gestalten würden und wir würden damit eine Firma beauftragen, die das dann auch unterhält, was so vielfältig ist, da würden die Bewirtschaftungskosten dafür explodieren und damit auch die Nebenkosten. Das will ja auch keiner. Deswegen ist natürlich auch dieser schlichte Rasen die günstigste Möglichkeit, große Freiflächen zu bewirtschaften. Na, es ist ja so, wir haben ja diese Pflegedurchgänge, die vertraglich vereinbart sind. Und dazu gehört eben nicht nur das Rasenmähen, sondern eben auch, wie ich ja schon gesagt habe, das Kehren und Unratbeseitigung und alles gehört dazu. Und es ist ja auch nicht jede Fläche gleich. Und Sie können jetzt nicht sagen, ich fahre jetzt mal zu der einen Fläche, weil es dort gerade gut wächst, und dann fahre ich nächste Woche halt zu der anderen, weil es dann dort besser ist oder so. Das funktioniert halt einfach nicht schon wegen der Kosten, weil es einfach mehr Aufwand ist. So, und was natürlich immer ist, gerade in den trockenen Jahren hat man es ja, dass es so Flächen war, wo es vielleicht nicht ganz so gut gewachsen war. Und aber dass die Bäume, weil es so trocken war, hatten schon ihr Laub verloren. Und dann wurde das damit auch das Laub wieder mit aufgenommen. Und es geht uns natürlich auch darum, wenn wir jetzt vor Ort sind, wenn wir unsere Durchgänge erledigen, dass wir dann ein einheitliches Bild auch hinterlassen, dass es gleich aussieht sozusagen.
Also da müsste man mal eine Umfrage bei den Mietern machen. Also privat nutzen wir tatsächlich auch die Freifläche, um draußen im Sommer Wäsche aufzuhängen, weil die bei Wind und Sonne natürlich super schnell trocknen und keinen Strom braucht. Ich meine, ein bisschen sollte man ja darauf achten, dass man nicht unnötig Strom verbraucht. Geld spart es auch, also es hat viele Vorteile. Ob es aber für jedermann tatsächlich eine Option ist, dass die ihre Wäsche vom dritten Stock runtertragen in den Hof mit dem Korb aufhängen. Die Wäsche ist dann ja auch in einem öffentlichen Bereich, ob man das gerne hat, dass hier jedermann zugänglich ist und vielleicht spielende Kinder damit auch Quatsch machen. Das ist ja auch nicht ganz ausgeschlossen. Wie da das Gefühl der Mieter dabei ist, das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Also wir haben zumindest noch keine Aufforderung gekriegt, die Stangen abzubauen. Aber wir haben auch noch keine Aufforderung gekriegt, das auszuweiten. Also da habe ich bisher keine Wahrnehmung zu dem Thema. Naja, wenn das aufgestellt ist, dann ist in der Regel davor mal, ich wüsste jetzt keinen Fall, das muss dann schon länger herrühren, dann ist davor mal von Mietern eingebracht worden, dass sie sich gestört fühlen dadurch, dass dort gespielt wird. In meiner Zeit, dass es neu entwickelt wurde, kann ich mich auch nicht erinnern. Ich finde auch immer Kindergeräusche beim Spielen muss man ertragen können. Und wenn auf Freiflächen Kinder toben, die machen den Rasen ja nicht kaputt, ja, der wird dadurch nicht schlecht. Das gehört einfach zum Lebensalltag dazu.